garagenweise Hilfsgüter für die Hochwasseropfer in Bayern. Die 24-jährige Cindy Kirschgens aus Niederstetten hat innerhalb kürzester Zeit eine vielbeachtete Spendenaktion ins Leben gerufen. Man hat ja die ganze Zeit schon im Fernsehen gesehen, wie gesagt, von der Flutkatastrophe in Bayern und auch im Osten. Und ich habe für mich einfach gedacht, man muss was machen. Und ich habe es einfach versucht und es ist ganz gut angelaufen, muss ich sagen. Innerhalb von 4 Tagen muss alles auf die Beine gestellt werden. Die Resonanz ist überwältigend. Freunde, Bekannte, die Familie, alle helfen mit. Wir haben, wie gesagt, garagenweise Sach bekommen, wir haben Lagerplätze angeboten bekommen, wir haben Lkw-Fahrer, wir haben Lkws, wir haben Helfer, die hier gut mitarbeiten. Also es ist Wahnsinn, wie die Leute wirklich spenden. Kinderkleidung, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, was man halt wirklich fürs tägliche Leben braucht. Es haben teilweise Leute wirklich 10 bis 15 Kartons gebracht. Heute Mittag war eine Frau aus Pforzheim da, die extra hergefahren ist. Also es ist überwältigend eigentlich, von Biber-Ehren über Schrotzberg, Mergentheim, Grünsfeld. Es hat wirklich der ganze Main-Tauber-Kreis und die Nachbarlandkreise erreicht. Also ich bin überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass in der kurzen Zeit wirklich so viel zusammenkommt. Samstagmorgen um 5 Uhr, Abfahrt Richtung Passau. Mit insgesamt fast 1,5 Tonnen Hilfsgütern im Gepäck. Man trifft auf völlig überarbeitete Menschen, die trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Auch wegen der Welle der Hilfsbereitschaft, die den Opfern des Hochwassers entgegenschwappt. Es war eine katastrophale Woche, weil wir haben das höchste Hochwasser seit über 500 Jahren gehabt. Aber wir sind auch ein Stück stolz, weil wir Glück gehabt haben. Wir haben keinen einzigen Toten gehabt. Alle leben hier und das ist das höchste Gut, was wir haben. Und jetzt packen wir es alle an. Es ist ganz, ganz schwierig, aber es geht jeden Tag etwas geht's vorwärts und jeden Tag geht in Passau die Sonne auf. Und das ist schön. Und dafür danken wir und wir danken Ihnen, dass Sie uns jetzt all den ganzen Lastwagen gebracht haben, den Sie nicht mehr untergebracht hätten. Aber wir haben noch ein Plätzchen gefunden. Vielen, vielen Dank. Der Platz geht langsam aus. Die Hilfsgüter aus dem Main-Tauber-Kreis müssen außerhalb Passaus zwischengelagert werden. Wir sind in Passau angekommen. Es war am Anfang nicht klar, dass wir nicht alle Kleider abladen können. Es hat geheißen, wie gesagt, wir können alles bringen. Die haben, wie gesagt, so viel bekommen, dass es in der ersten Annahmestelle nicht lagern konnten. Wir haben dann ein kleines Problemchen gehabt und konnten es dann in der zweiten Annahmestelle gut unterbringen. Nach einer anstrengenden Woche ist die Arbeit erledigt, der Heimweg wird angetreten. Hunderte Kartons mit Sachspenden werden in Passau und Umgebung einen neuen Besitzer finden. Das Team um Cindy Kirschgens kann zu Recht stolz auf sich sein.